Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen uns den Great Vault einmal angucken. Diesmal nicht nur mit einem Char, sondern es gibt so ein, ja, so ein XXL-Opening, würde ich mal sagen. Ich habe nämlich einen Vault mit, meine 6 Chars sind es sogar. Da sind jetzt nicht super krasse Sachen drin. Aber ich würde sagen, wir gucken mal durch und ja, geplant war es auch jetzt ehrlich gesagt nicht mit so vielen Chars das zu farmen. Es hat sich so ergeben, wird gleich hart, wenn wir dann durchswitchen, noch ein bisschen drauf eingehen. Was habe ich mit dem Main? Und zwar müsste ich 4 Keys haben im M+, 20er Keys müssten es sein. Ich hatte mir ein relativ gutes Angebot von diesen Warcraft Merchants, heißen sie jetzt, bekommen und da hatte ich mir dann quasi den Boost Run gekauft gehabt. Ich muss jetzt die Tage noch die anderen Keys machen für die 2-5 Wertung, die werde ich glaube ich irgendwie random basteln, aber zumindest jetzt ein bisschen Gear müsste da jetzt schon drin sein, was jetzt für ein Main nicht verkehrt ist, ne? Schauen wir mal, ob wir vielleicht ein Set-Teil sogar haben. Okay, wir haben Hose und einen Rücken. Was habe ich denn? Ah, das ist natürlich ein Rücken mit Crit Mastery. Und die Hose, die Hose ist Sweet mit Bewegungsgeschwindigkeit. Die kann ich ja theoretisch auch umwandeln zum Set. Ich weiß gar nicht, ob dann die Bewegungsgeschwindigkeit drauf bleibt, wenn ich ehrlich bin. Das müsste ich mal gucken. Also, es ist, glaube ich, ein No-Brainer. Ich werde mir die Hose holen, ne? Da habe ich noch das alte Set an. Heißt, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall schon mal raus. Außer den nee, brauche ich nicht für T-Mog. Nee, also wir nehmen die Hose raus. Kriege ich irgendeinen random 20er Stein. Muss ich mal gucken. Ah, die ist schon mal schick. Also ich habe jetzt schon einen 4er-Set. Ich könnte es aber dennoch umwandeln, weil ich meine, auf der Hose ist an sich auch quasi Versa drauf. Das muss ich jetzt mal gucken. Ich fliege jetzt mal schnell noch hoch und dann schauen wir mal. Und dann tun wir die Hose vielleicht auch gleich noch verzaubern, dass ich es nicht vergesse. Mein restliches Gear, naja. Ich habe jetzt von letzter Woche, ne, das hier, das ist auch schon relativ gut. Jetzt habe ich halt 2 hohe Set-Teile. Aber das meiste von meinem Gear ist halt noch wirklich aus dem Stand von letzter Season. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Ich habe zwar noch hier ein paar Teile aus den Instanzen gedroppt. Ich will jetzt aber, oder ich habe halt noch nichts abgegradet, weil ich jetzt erstmal warten wollte, was ist im Vault noch drin und so, ne. Also, dass wir da noch ein bisschen gucken. Ich merke gerade, heute Patch-Day, ne, die ganzen Addons funktionieren nicht. Also wird das Zeug hier auch nicht vernünftig angezeigt. Schauen wir mal, wenn ich es umwandeln würde, dann hätte ich mehr Versa drauf, ne? Ja, also ich werde es umwandeln, weil Versa Tempos ist halt meine Bistat. Die Bewegungsgeschwindigkeit behalten wir auch, also ist No-Brainer, das wandeln wir einmal um. Und dann kann ich theoretisch auch irgendein anderes Set-Teil rausschmeißen, ne? So, das legen wir jetzt auf jeden Fall an. Das alte Ding können wir weghauen. Hauen wir jetzt vielleicht noch das Teil drauf, was hatte ich da vorher drauf? Bewegungsgeschwindigkeit plus Ausdauer. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Es gibt ja, glaube ich, auch ein neues, was ein Lederer bauen kann, was ich ja selber mehr basteln kann. Und zwar dieses Flackernde. Was macht das? Prevert-Werte und Versa. Ich weiß gar nicht, das könnte vielleicht sogar besser sein. Naja, da muss ich mal noch nachgucken. Lassen wir jetzt erstmal so an der Stelle. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal weiter auf den nächsten Char. Und zwar habe ich da jetzt einige. Fangen wir mal vielleicht hier mit dem Hexer an. Beziehungsweise können wir mit dem eigentlich schon mal umloggen. Porten uns mal runter und dann locken wir um. Also ich tue das jetzt mal nicht um transmoggen, dann erinnere ich mich vielleicht noch dran, dass ich da noch auf die Hose eine VZ draufhauen wollte, ne? Das ist immer so eine Sache, ich vergesse das dann ganz gern mal. Da muss ich mal gucken. Aber da muss ich jetzt mal nachschauen. Eventuell ist dieses Flackernde jetzt tatsächlich besser für mich, bevor ich mir da jetzt irgendwas kaufe oder ne? Oder dementsprechend mir irgendwas selber crafte. Muss ich dann nochmal nachschauen, was aktuell gut ist. Bin da jetzt nicht so hundertprozentig drin, ne? Weil ich jetzt erstmal die letzte Zeit sehr, sehr viel collected habe. Gut, jetzt muss ich auf hier den Drackler gehen. So, dann gucken wir jetzt hier beim Hexer. Und zwar bin ich da durch den Normal Raid geflitzt. Ich habe nämlich von den, von der, ne, kleinen Boost-Community, diesen Warcraft Merchants, die bieten quasi da immer einen Normal-Boost-Run an und da kriege ich immer ein paar Free-Slots, die ich auch
im Stream teilweise verlos, ne? Und letzte Woche war das relativ kurzfristig. Da ging es eigentlich kurz nach Streamstart los, hatte 4 Slots dabei und die Leute, die am Anfang dabei waren, da hatte irgendwie kaum einer Interesse. Dann hatte ich 4 Slots und keine Leute, die haben wollten. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann stelle ich meine eigenen Chars da rein. Deswegen habe ich jetzt mit ein paar Chars hier das Gear. Brauche mit den Chars jetzt nicht das Gear unbedingt, aber es bringt mir halt T-Mog, ne? Und ich nehme natürlich T-Mog mit, ne? Wollen wir nicht drüber reden. Was haben wir da? Crit Mastery. Mein Speed Gear. Wobei es hat weniger drauf, ist vollkommen egal. Dann nehmen wir einfach die Brust mit. Irgendein Set-Teil. Passt. Brauche ich nämlich nur alles. Ist jetzt normal, ne? Ja, okay. Nehmen wir das mal mit. Ja, ist ein T-Mog-Teil mehr. Und wenn der Char ein bisschen Gear hat, schadet es jetzt auch nicht unbedingt. Warte mal. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, was ich da anhab, aber 4 Elfer, ne? Also, ist vollkommen egal. Das hauen. Warte mal, das speichern wir gleich mal drüber hier. Ich habe blöderweise meinen Stab verkauft. Ach, fällt mir gerade auf, den wollte ich wieder herstellen, ne? War auch ein bisschen blöd, habe ich beim T-Mog-Farmen anscheinend den Stab weggehauen, habe es gar nicht gecheckt. Und jetzt muss ich mal in die Gegenstandswiederherstellung oder so und gucken, dass ich mir den wieder herstelle. Gut, also da haben wir den quasi die Brust, ist auch nicht verkehrt, Set-Teil. Dann logge ich mal hier noch um auf einen Hunter. Und zwar habe ich mit dem auch noch ein bisschen was gemacht. Und dann haben wir noch 2, 3 andere Chars, mit denen ich auch noch was machen wollte. Also hier loggen wir auf einen Hunter um. Und dann... Ach, den habe ich hier oben stehen. Na gut, fliegen wir kurz runter. Der müsste auch im Vault was drin haben, ne? Ja, genau. Bei dem sieht es jetzt mittlerweile schon relativ gut aus. Ich brauche nämlich noch das Achievement für ein komplettes Set aus Abarus, ne? Und jetzt muss ich mal gucken. Genau, hier haben wir es. Ich habe das Normal Set, weil ich mit dem ja schon ein paar Wochen da reingehe, wegen dem Evoker Legendary Item, ne? Das gibt es ja vom Endboss. Kann es ja zu einer relativ niedrigen Chance droppen. Und da bin ich ein bisschen am gucken, dass ich das mal kriege. Bis jetzt haben wir kein Glück gehabt, aber ich habe fast das volle Set voll und dann könnte ich dementsprechend das Achievement darüber kriegen. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja die Schuhe oder einen Umhang drin, was nice wäre. Gucken wir mal. Mit dem müsste ich auch die 3 Slots im Raid haben. Was haben wir denn da? Hände. Ah, warte mal, das ist eine Taille. Was haben wir hier? Ein Hals. Der Hals wäre halt ein Upgrade, ne? Aber die Taille brauche ich halt für T-Mog. Item Level Upgrade, T-Mog. Wir nehmen es T-Mog, scheiß drauf. Also es wäre halt schon ein gutes Upgrade, ne? Was wären das? 11, 32 Itemstufen Upgrade. Aber das hier wäre sogar ein Downgrade, aber es bringt halt T-Mog, scheiß drauf. Wir nehmen es T-Mog. Ob der Char jetzt Gear hat oder nicht, ist mir so egal. Ich brauche eigentlich nur das T-Mog. So, wieder ein T-Mog-Teil mehr. Perfekt, können wir eigentlich direkt weghauen, den Scheißdreck, weil das halt wesentlich schlechter ist. Oder ist egal, jetzt lasse ich es in meinem Inventar. Vielleicht kann ich es noch in den Katalysator packen und irgendwas rausziehen. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Na, egal. Gut, dann hätten wir den auch. Dann, jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier noch einen Worry? Da müssten wir auch noch was rausziehen können. So, was haben wir hier Schönes drin? Okay, das... Die Hände habe ich schon fürs Mog. Dann wäre ein Trinket drin. Wäre natürlich ein gutes Upgrade. Oder ich nehme die Brust. Die nicht mal ein Upgrade wäre. Aber ich mache es hier auch wieder so, ne? Ob die Charles Gear haben, ist mir egal. Ich nehme es T-Mog mit. Das ist von Sakharov anscheinend. Ein Item. Ja, komm, scheiß drauf. Kann ich das... Ach, das ist dann 4 von 8, ne? Wenn ich es weiter upgraden wollte zu HC, dann müsste ich die größeren Marken holen. Also das werden wir wahrscheinlich auch nicht anlegen. Beim anderen habe ich halt ein Set. Wobei, ich könnte sogar das anlegen, weil ich eh schon 4 Set-Teile... Ah, ich ziehe es mal runter. Ich habe keine Ahnung, was der Tank-Worry... Oder Tank ist er geskillt. Was der an Stats braucht, wenn ich ehrlich bin. Naja, lassen wir das mal so. Gut, nochmal einen Mock rausgezogen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich alle Chars durch habe. Ah, ne, den Demon Hunter haben wir noch. Ich bin mit jeder Rüstungsklasse da einmal rein, ne? Um so das Maximal an T-Mog quasi mitzunehmen. Oh, ich habe hier so ein Teil auch nicht gelernt, sehe ich gerade. Was haben wir da? Das haben wir schon, das haben wir schon. Ah, guck mal, die Beine könnte ich brauchen. Ne, der Rücken wäre jetzt vom Item-Level höher.
Und Beine habe ich auch schon höhere, aber auch hier nehmen wir wieder das Mock-Ding mit. Ah, und ich bekomme außerdem noch die Quest. Das war der erste Vault, den der Typ quasi hat. So. Könnte es wahrscheinlich trotzdem anlegen, ne? Wenn ich dann noch mehr Set-Teile habe, wenn ich dann noch vielleicht irgendwas anderes umbastel oder so. Eventuell kriegen wir da sogar noch einen 4er-Set-Bonus. Gut, okay, das waren jetzt die Raid-Chars. Und dann war ich auch noch im RBG unterwegs. Ich versuche gerade RBG ein bisschen hochzuspielen fürs Elite-Set. Gerade aktuell mit dem Hunter bin ich dran. Halt, wo ist es? Hier auf 1600 irgendwas bin ich schon. Hab da den Vault aufgefüllt. Und da müsste jetzt irgendein PvP-Item noch drin sein. Mal gucken. Da ich halt da noch nichts habe, ist eigentlich alles gut. Ich hatte, glaube ich, einmal nachgeguckt gehabt. Warte mal, das ist ein wahrscheinlich auch das Mock-Teil. Was für Fun. Ich glaube, Versa Tempo war das, glaube ich, was ich haben will, ne, an Gear. Ich hab's mal nachgeguckt gehabt, was für ein Hunter nicht schlecht ist. Gut, da ist jetzt halt weder Versa noch Dings. Warum? Ach stimmt, weil auf den Set-Teilen ist ja nie Dings drauf, ne? Aber das gibt mir wieder einen Mock. Und ich würde sagen, das nehmen wir einfach raus. Der Teil ist, denke ich mal, eh gut. Hier, bei dem Char will ich schon ein bisschen das Gear quasi verbessern, tatsächlich. Mal direkt anlegen. Ist nämlich auf jeden Fall besser als das blaue Item. Und ja, dann sind wir mit allen 6 Chars durch. Quasi einmal Main M+ und 4-mal quasi NHC Raid. Und jetzt halt der letzte Char mit ein bisschen RBG-Stuff. Mal gucken, ob es nächste Woche wieder so viel ist. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich dann nicht mehr wieder allen Chars durchziehen werde. Aber ja, war jetzt wieder einiges an Stuff. Ein paar T-Mox für mich kamen auch rum. Und ja, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der Woche wieder. Da gibt es dann den nächsten Vault. Und ja, sonst könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt, ob irgendwas Brauchbares dabei war. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.